Heute ist Weltpinguintag und passend dazu sind kurz zuvor Felsenpinguine im Tiergartenschen Brunn geschlüpft. Wir haben sie besucht. Weit weg von ihrer eigentlichen Heimat fühlen sich nördliche Felsenpinguine pudelwohl. Die eigentlich aus dem Südatlantik stammenden Fischfresser bekommen, wie gerade wieder passiert, im Tiergarten Schönbrunn regelmäßig Nachwuchs. Das ist auch wichtig, denn in dem Wiener Zoo wird viel Wert auf Artenschutz gelegt. Der Tiergarten Schönbrunn freut sich auch dieses Jahr wieder riesig über eine Aufzucht der nördlichen Felsenpinguine. Wir im Tiergarten haben das europäische Erhaltungszuchtbuch dieser Tiere. Das heißt, wir sind verantwortlich für die Zucht, koordinieren die Zucht und verteilen dann auch die Küken in die 8 verschiedenen Zoos innerhalb der europäischen Zuchtgemeinschaft. In der freien Natur, also im Fall der Felsenpinguine, die Küsten Südamerikas sind vielen Gefahren ausgesetzt, die auch schon in der Vergangenheit die Population verringert hat. Und genau deshalb ist die Arbeit der Pinguinexperten im Tiergarten so wichtig. Zusätzlich beinhaltet das, dass wir auch den Rescue-Plan aufstellen, das heißt den Notfallplan. Was passiert in der Wildbahn bei einem Ölpest, bei einer Umweltkatastrophe? Wie reagieren also die Menschheit darauf? Und wie werden die Tiere versorgt und eventuell in Zoos untergebracht? Das wäre das Worst-Case-Szenario. Leider ist der Mensch durch die Umweltverschmutzung der größte Feind des Pinguins. Und das ist ein Widerspruch, da die Tiere zu den Publikumslieblingen in den Zoos gehören. Wir befinden uns momentan im Polarium, wo die nördlichen Felsenpinguine zusammen mit den Königspinguinen leben. Der Besucher kann momentan die Brut der Felsenpinguine beobachten. Das heißt, die Pärchen sitzen auf ihren Nestern, wo die Küken momentan gerade schlüpfen. Einige von den Küken sind jedoch schon herausgenommen worden und werden zweimal täglich gewogen. Letztendlich kommen die Tiere, die Küken, dann in den Kindergarten, wo sie zweimal am Tag von uns versorgt werden und gewogen werden. Wenn die Kleinen dann im Teenageralter sind, geht es zurück in die Gruppe. Denn die nördlichen Felsenpinguine sind sehr soziale Geschöpfe.